willkommen zu einer neuen Folge von Bud Spencer und Terenzel alias Schnorrer und Fuba. Tagchen. Moin. Heute im Filmstudio. Für euren ersten Film wart ihr richtig gut. Ja, okay, aber was ist mit der Bezahlung? Wo sind die Kohlen? Ja, natürlich habt ihr das Geld verdient. Meine Assistentin Sophia erwartet euch mit den Checks im Büro. Ah, die schöne Miss Sophia. Worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Ihr wartet schon inner. Ich habe jetzt keine Zeit, ich arbeite. So, man kann hier wieder alle anquatschen. Nimm euch, was ihr wollt. Habt ihr Bohnen? nein, aber so ein Saftladen. Kann ich den auch nochmal anquatschen? Wir haben alles, was das Herz begehrt. Sandwiches, Donuts, Pizza. Ich nehme ein Bier. Wir haben kein Bier. Kein Bier? Okay, dann ein Sandwich, zwei Donuts und ein Gläschen Bier. Ich heiße Lado und du? Ich nicht. Ich nicht. Das Büro des Regisseurs. Warum drückst du denn da weiter? Hey, ich hab gar nicht gedrückt, Junge. Doch, ist den Flur hinunter. Doch, wenn du da den oben anklickst, dann hört dabei. Ich hab aber bei mach da unten auch überspringen, weißt du? Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Niemals. Übrigens, Was? Der PC Neustadt hat da anscheinend geholfen. Ist jetzt flüssiger oder also sauberer? Ja, ist ja. Hey, hast du das gehört? Fräulein Sophia ist beschäftigt, kommt morgen nochmal vorbei. Was? Hast du das auch gehört? Vielleicht ist sie in Gefahr. Mach schon Platz, wir müssen da rein. Werdet ihr sonst ungemütlich? Wir. Nun, wir werden sogar sehr ungemütlich. Oh, das ist eine geile Szene. Alles klar, Jungs, Plan B. Die zwei wollen es auf die harte Tour. Was? Der hat mich gehauen an der Frischheit. Hey, klau mir nicht. Klaut ihr mir den? Frechheit. Lol, wie sieht's denn aus? Stopp die zwei. Sie entführen das Mädchen. Sie entführen unsere Kohlen. Was hat die denn für ein riesen Büro, bitte? Was ist das denn für eine Mucke, Alter? Leise bei mir. Vor allen Dingen hier ganz schön auf den Schreibtisch. Hast du da auch auf? Was zur Hölle ist denn hier passiert? Sind die alle durchgeknallt? Ich sag dir, was los ist. Die Typen haben gerade unser Geld entführt. Und meine Freundin. Deine Freundin? Sie hat noch nicht mal mit dir gesprochen. Worte sind nicht so wichtig. Nach dem Casting hat sie mir in die Augen geschaut und mich angelächelt. Wir müssen den Regisseur finden und ihm erzählen, was passiert ist. So, die haben alle ein Bier dabei, gibt's doch ja auch nicht. Nein, nicht alle. Nur ein paar. Ich muss also in Zukunft auch mit dem Bierkrug durch die Gegend laufen.
Ey, trink doch nicht mal mein Bier. Ich hab's mir verdient. Aber die können hier und nicht ab hier und wie. Ich komm nicht mal dazu, hier ihn zu treffen. Oh nein, Ballerei. Wo hat sich der Regisseur versteckt? Er ist nicht nach rechts gelaufen. Nein, doch rechts im Büro. Nein, nein, er ist... Warum laufen die beiden eigentlich noch frei herum? Achso, jetzt habe ich die ganze Zeit dich gesteuert, lol. Du hast mich gesteuert? Ja, so getan. Also, ich dachte, ich hätte. Achso, hast du getan. Ich hab dich angeworfen. Schon wieder. Ich glaube, wenn ich manchmal zuhaue, heißt es nicht unbedingt, dass ich die auch treffe. Das ist gut möglich. Den kann man. Oh, schade. Hä? Was war denn das für ein Knallen gerade? Ach so. Sind sie weg? Ja, du hast uns einiges zu erklären. Die haben Sophia entführt und die Hälfte der Leute am Set waren deren Komplizen. Und unsere Kohlen, die haben sie auch entführt. Gestohlen ist der richtige Ausdruck dafür. Meine Kohlen haben auch Gefühle. Für mich ist es eine Entführung. Punkt. Also will ich gehen? Nein. Okay, ich werde euch alles sagen, was ich weiß. Der Film, die Crew und das ganze Set wurden von einem gewissen Tango finanziert. Im Gegenzug für das Geld stellte er zwei Bedingungen. Er wollte das Mädchen und die ganze Crew für den Film haben. Er wollte auch zwei Schauspieler für die Hauptrollen auswählen, aber die sind nie erschienen, also haben wir euch genommen. Dieser Tango gibt zuerst Zaster und dann entführt er es wieder. Offenbar scheint er mehr an dem Mädchen interessiert zu sein, als an dem Geld. Der Einzige, der ständig vom Mädchen redet, bist du! Wir müssen also diesen Tango finden. Haben Sie eine Ahnung, wo der Kerl steckt? Heute findet ein Autorennen statt. Herr Tango wird den ersten Preis sich persönlich die Gewinner überreichen. Nun, worauf warten wir? Lass uns dieses Rennen gewinnen. Oh Mann. Aber wir haben doch keine Autos, um ein Rennen zu fahren. Noch nicht. Warum habe ich schon wieder so ein mulmiges Gefühl? Oh. Ja, die gehen immer so schnell dann manchmal vorbei, ne? Ja. Aber schon wieder diese längere Zeit. Ich raff das nicht. Ist ja egal, ich will trotzdem Folgenhäuschen machen. Hat Folgenhäuschen? Dann kann ich das auf mehr Tage strecken, ja. Auf mehr Tage strecken? Mhm. Ja, warum das denn? Ja, warum denn nicht? Das verstehe ich aber nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Du willst das. Du willst diese Folge jetzt? Also du willst jetzt noch die Statistik hier vorlesen. 9 Minuten 52, was nicht stimmt. 83 Attack, 16 Schäden, 5 Power-Up und 22.200 Punkte. Ja, und ich möchte betonen, das ist die erste Runde, in der ich knapp mehr Punkte habe. Das stimmt, aber du hast immer voll mehr Attacken als ich, Alter. Ja, na gut, durch meine Special-Attacke, da attackiert er ja 1000 Mal. Aber anscheinend nicht wirklich Schaden macht. Nee. Aber vielleicht hast du halt nicht, aber dafür hast du mehr Damage oder so, ne? Das kann sein. Mit deinen Wurstarmen da. Alter, was? Klatsch gleich um. Was? So, gut. Dann sind wir durch, ne? Spitze, bedanke dich. Ja. Abos, liken, Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.